Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Das, liebe Freunde, ist mein Siegerskanister. Den kennt ihr aus meinen anderen Videos oder aus einem anderen von meinen Videos. Den habe ich mal restauriert. Wollte diesen Industrial Design, diesen Shabby Look behalten. Das hat auch sogar gut funktioniert. Steht hier natürlich immer im Schleifstaub. Es wollte generell keiner über eBay kaufen. Andere haben da 30, 40 Euro für bekommen. Ich habe das Ding von Euro nicht losbekommen. Nun baue ich da, wie ihr im Videotitel lesen könnt, ein Gewürzregal draus. Ein Gewürzregal, wo auch Gewürzmühlen rein können. Das sind jetzt hier 11 cm, habe ich gerade schon ausgemessen. Ja, und da will ich jetzt ein Gewürzregal draus bauen. Mir ist auch noch aufgefallen, dass es mir die Scharniere dazu fehlen. Ich dachte, die hätte ich noch, aber habe ich wohl doch nicht. Nun gut, fang ich schon mal an, den Rest mache ich dann morgen oder so. Als allererstes werde ich jetzt hier diesen Schlauchhalter, diesen Tüllenhalter abschneiden mit dem Winkelschleifer. Das nächste Werkzeug, was ich mir mal kaufen werde, ist eine Anreißnadel. Das war eine saumäßige Strapaze, diesen Strich hier zu ziehen, weil das muss ja auch einigermaßen vernünftig sein, damit das eine vernünftige Tür wird. An dieser Linie werde ich diesen Kanister jetzt aufsägen. Ist natürlich schade, was das Gerät, was seit über 50 Jahre alt ist, aber wenn es keiner haben will, kann ich es auch klein schneiden. Ich habe mich ewig damit befasst, ob ich dieses Projekt wirklich machen sollte, und ich brauche das letztendlich nicht mal so für dieses Video. Ich wollte es eigentlich meiner Mutter schenken. Du hast ja das Video auch gesehen von Nicht lange Fackeln, von dem ich mich inspirieren lassen habe. Da hat sie auch gleich gesagt, sie bräuchte das nicht. Ja, ich mache es aber trotzdem, weil der Kanister steht eh nur im Weg rum. Ja, und wenn es fertig ist, könnt ihr mir das gerne abkaufen. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. So wie das ganze Werkzeug, was ich heute verwende, würdet ihr auch in dieser Videobeschreibung finden. Ich werde jetzt diesen Kanister an dieser Linie aufsägen mit dem Winkelschleifer. Hier haben wir dann diesen wunderschönen GWS 1100 Bosch Winkelschleifer. Tolles Ding. Das ist dann aber rausgekommen bei meiner Winkelschleifaktion. Zwei Kanisterhälften. Ihr hört, hier so ein dicker Grat. So ein ziemlich dickes Blech für so einen Kanister, finde ich. Da ist ein Grat drauf, hier natürlich auch. Was ich persönlich schade finde, ist, dass hier das Originallack durch die Hitze, durch die Reibungsenergie abgebrannt ist. Das finde ich schade. Ich hätte diese Optik gerne behalten. Gucken, ob mir da was Schönes zu einfällt. Aber jetzt werde ich erstmal mit dem Winkelschleifer in Graten. Das hier ist eine Fächerscheibe, das andere ist ein Winkelschleifer. Mit diesen beiden Werkzeugen kann man diesen Grat ganz einfach entfernen. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen oder gemacht, aber irgendwas muss ich in diesem Video auch erzählen. So, machen wir das einfach mal. Ich habe jetzt hier alles in Grat, ich kann das problemlos mit meinen blanken Händen anfassen. Ja, nur leider Gottes, wie gesagt, ich kann es hier halt, der Rest der Originallack halt ab. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Vielleicht fällt mir da was ein, ich weiß es noch nicht. Ich werde erstmal hier einen Kantenschutz bestellen, dann muss ich mir noch neue Scharniere kaufen, dann geht es damit weiter. Ich werde jetzt über Nacht mal einen Kantenschutz bestellen, Scharniere bestellen, aber vorher werde ich das Ganze auch mal gegen Rost versiegeln. Ich werde jetzt einfach mit Klarlack drüber gehen und dann sieht man es, weil der Kantenschutz geht ja sowieso über diesen Schnittschutz, da wird man auch den Lackabplatz dann nicht sehen. Der Rest des Lachs ist noch schön im Zustand, zumindest schön im Shabby Look. Mir fiel gerade noch ein, ich kann jetzt schon mal den Innenraum lackieren, das kann ich ja so nicht lassen, das soll ja für Lebensmittel sein, das ist für Gewürze. Ich werde jetzt hier gleich einfach mit meiner Bohrmaschine, einer wunderschönen Drahtbürste vorne drauf, einmal hier den Lack einmal ankratzen, ein bisschen Haftgrund drauf machen und noch ein bisschen Farbe.
Ich habe das jetzt hier soweit abgeschliffen, beziehungsweise abgebürstet. Ich denke mal, bei dem Kanister ist zuletzt irgendwie ein Holzöl oder sowas, wie nennt man das, ein Holzschutz oder sowas transportiert worden. Es riecht nämlich so und da ist irgendwie was Schmieriges drauf, also Benzin ist es auf jeden Fall nicht. Deswegen ist es gleich nochmal mit meinem Kollegen Bremsenreiniger hier entfettet, bevor ich es ja, haftgrundiere. Wie immer nehme ich den guten Haftgrundgrau von MW. Ich finde das Zeug wirklich gut, funktioniert gut, ist recht günstig, kostet glaube ich 4 oder 5 Euro die Dose. Kann man wirklich gut benutzen für alles Mögliche. Ich nicht unbedingt zum Essen anraten, aber ihr wisst, was ich meine. Ich mache das wieder zweischichtig, so wie sonst auch. Zwei reichen. Eigentlich will ich drei machen, aber das geht auch wohl so. So, dann machen wir schnell die zweite Schicht. Raucht ihr auch beim Lackieren? So, auch hier machen wir die zweite Schicht drauf. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm ich habe jetzt hier eine der legendären orangen Schalen. Da ist jetzt das Seifenwasser einfach nur drin. Ne? Das habe ich schon mal angerührt, weil ich dann neulich meinen Grillkoppel sauber gemacht habe. Da packe ich jetzt einfach diese Tülle rein und diesen ehemaligen Deckel. Für mich ist jetzt einen Tag später, die Haftgrund ist jetzt getrocknet, ich werde den auch noch einmal entfetten und dann werde ich ihn lackieren. Wer meine Videos kennt, kennt die Farbe noch, die habe ich mal in meinem Werkzeugschrank wiedergefunden, dieses wunderschöne Multona Autolack in Gold. So, das erste Mal Bremsen reinigen und mache das mal wieder hier mit einem tollen Lappen sauber. Hochwertige Farbe, klingt auch wirklich schön und deckt auch sehr gut. Ich meine, das kenne ich auch mal mit dem Schraubstock her. Ich mache das wieder zweimal, also in zwei Durchgängen, hier auch bei der Tür, also sowohl als auch bei dem Körper. Irgendwie habe ich das mal aufgeschnappt, dass man erst nebeln soll und dann die Deckschicht aufbringen soll. So, jetzt machen wir die zweite Lackschicht darin drauf. Farbe ist soweit trocken nach ungefähr einer Dreiviertelstunde. Ihr hört es, ich habe jetzt hier noch meinen Klarlack, dann sieht das natürlich noch besser und besser aus. Ist ein glänzender, dann kommt die Farbe natürlich noch besser raus. Und das, ich finde den Kontrast von dem knalligen Orange, von dem knalligen Gold, was sehr edel wirkt, zu diesem ja, Industriedesign ganz interessant, muss ich wirklich sagen. Ja, ein bisschen Zeit ist nach der letzten Aufnahme vergangen. Ich habe heute Morgen ein Frikadellenvideo abgedreht, beziehungsweise Mittag.
Ja, ich habe Post bekommen, weil ich habe meine alten Scharniere nicht wiedergefunden. Ein Stammzuschauer von mir, also bis auf Onkel Pete gibt es da glaube ich keinen von. Jedenfalls kennen meine Stammzuschauer, sollte es die denn geben, halt das Video, wo ich aus einer Weihnachtskiste eine Vogelfutterkiste gebaut habe. Und damals, das ist ungefähr 2 Jahre her, habe ich Scharniere bestellt und die habe ich nicht wiedergefunden. Ich habe glaube ich, das waren 25 Stück, die ich gekauft habe, oder 20, 2 Stück benutzt, also müsste ich noch 18 oder 23 hier rumliegen haben. Die habe ich aber nicht gefunden, vielleicht habe ich die auch zwischenzeitlich mal weggeschmissen, weil ich sie sowieso nicht gebrauchte. Darum habe ich eine neue bestellt, 10 Euro. Letztendlich nicht teuer für Edelstahl-Scharniere, aber haut mir mal lag rein, damit sich diese großartige Investition für mich auch lohnt. Schöne Prüfungsstadt, die kann man bestimmt mal gebrauchen. Hier habe ich meine Edelstahl-Scharniere, sind 4 Stück drin, plus Schrauben. Für die Schrauben brauche ich nicht, ich will das nieten. Das war eine tolle Kombination, Alunieten mit Edelstahl-Scharnieren und hier ganz normaler Stahl- oder Baustahl-Kanister. Ja gut, kann man nicht ändern. Wird wohl alles funktionieren. Sind nicht sonderlich massiv, aber für so einen kleinen Kanister reicht das wohl. Aber bevor wir jetzt hier die Scharniere anbringen, werden wir erstmal hier das Holz, die Holzbohrte einziehen. Hier ist der Kanister. Ich werde jetzt einmal gucken, wie lang der ist. Dann werde ich in der Mitte die Bohrte anbringen. Der hat jetzt 25 cm, also bei 12,5 cm ist die Mitte. Das ist ungefähr parallel. Meine Spachtelmassenpackung ist ungefähr 12,5 cm hoch. Also das obere Abteil wird leicht höher als das untere, aber das macht ja nichts. Ich zeichne das hier einmal an. Das mache ich dann auf der Rückseite, auf der anderen Seite auch noch. Oh mein Gott, ist ja nur einmal eine Markierung offen lassen. So, jetzt werde ich hier mit einem Geometriedreieck einmal eben anzeichnen, die gesamte Linie einmal anzeichnen. Und so genau muss das jetzt auch nicht sein. Ich meine, ich brauche das Ding sowieso nicht. So, einfach eben kurz. Linie haben wir angezeichnet, mache ich auf der Rückseite jetzt auch noch, ohne euch das zu zeigen. Ich habe mir zwischenzeitlich auch noch mal hier und da einen Schraubenpunkt angezeichnet. Passt das überhaupt? Ich bohre jetzt einfach hier mit dem Metallschrauber und meinem Akkuschrauber eine Bohrung rein. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das möchte. So, passen die Schrauben? Die passen. Hier seht ihr ein Brett, das habe ich mal irgendwo rausgeschraubt, keine Ahnung wo. Das wird jedenfalls meine Bohrte sozusagen. Ich habe einmal die Breite des Kanisters hier schon angezeichnet, hier werde ich das gleich mal absägen. Ich werde hier noch ein Stückchen absägen müssen, damit das überhaupt in den Kanister reinpasst, deswegen 5 cm oder 5 mm zu breit leider. Ich habe jetzt hier das eben gezeigte Stück Holz in meinen Schraubstock eingespannt. Ich werde das, weil es wirklich sehr feines Holz ist, mit der Metallsäge sägen. Ich habe keine Lust mehr, erstmal eine Stichsäge rauszusuchen. Sieht aus, hier ist stark klar zu machen, ich habe auch keinen Bock zu. Ich säge das mal ab und dann gucken wir, ob es passt. Und damit werden wir gleich auch noch die Bohrung senkt. Ich habe mir mal so eine Behelfsvorrichtung gebaut, um das hier aber doch mit der Stichsäge zu sägen. Mein erster Versuch ging mir gnadenlos in die Hose. So, der Moment der Wahrheit ist natürlich auch nicht gerade schön, nicht sonderlich schön gesehen, ich bleib stehen, du blödes Teil. Ja, das passt. Wenn ich die Löcher hier noch immer gerade, dann passt das wohl. Das mache ich ganz einfach mit diesem wunderbaren Bohrer und dem Senker da oben vorne drauf. Muss ich aufpassen, dass mir die Farbe hier nicht kaputt geht. Senkt natürlich nur im ersten Gang, das habe ich gerade vergessen einzustellen. Wir sehen hier meinen Bosch Winkelschleifer mit einer Fächerscheibe vorne drauf. Den habe ich mal bekommen zu meinem Schweißschein. Ich habe jetzt hier dieses Stück Holz
eingespannt, was ich gerade gesehen habe. Ich habe hier noch eine Linie angezeichnet. Bis dahin werde ich jetzt einmal abfeilen, also halt abschleifen mit der Fächerscheibe. Ein vernünftiger Tischler, vernünftiger Handwerker, vernünftiger YouTuber wird das natürlich alles mit der Feile machen, aber was soll das? Das kostet mir Zeit und Geld. Dieses wunderschöne Stück Holz habe ich gerade produziert. Es wird auch morgen schön in den Grill wandern. Das sieht natürlich einfach scheiße aus. Ich habe ein anderes nicht gesehen, weil die Kamera davor stand. Ich werde das jetzt einfach hier aus Blech machen, aus dem schönen Stück Flachmaterial. Das habe ich noch von meinem ersten Gewürzregal übrig. Das passte auch schon quasi rein. Das habe ich gerade schon mal ausgetestet. Wie seht ihr, wird die Farbe schon abgeschrabbelt. Schon wieder eine super Laune. Ich werde das hier ein bisschen entgraten, dann dürfte das schon passen. Nach nur einmal entgraten passt das da schon ziemlich gut rein. Ich habe es nicht nur entgratet, nicht nochmal nachgeschnitten, das passt schon so. Kleine Stücke werde ich noch abschleifen müssen, aber das geht ja wohl. Da ich ja nun außen hier schon diese Bohrung gebohrt habe, die ich eigentlich gar nicht bräuchte, werde ich trotzdem gleich diese Schrauben hier verarbeiten. Ich finde diese Optik ganz schön. So sehen die aus, eine Schraube aus einer Waschmaschine. Ich werde hier gleich das Gewinde abschneiden. Oder ab. Ja, schneiden wir aus. Ich kann ja auch einfach hier mit der Fächerscheibe einmal abschleifen. Und dann halt von innen schweißen. So, hier sind die Schrauben und die Köpfe davon, die ich übrig geblieben hatte. Die habe ich jetzt einmal abgeschliffen. Die schweißen wir zusammen ein. Ach ja. Da habe ich ein bisschen rumgeschliffen an der Strebe hier. Wie nennt man das denn? An dem Flachmaterial. Das passt jetzt auch soweit. Natürlich sitzt auf Spannung, hier muss ich jetzt noch einmal ein bisschen randrücken, dann kriege ich zusammengeschweißt und gut ist. Wir haben hier mein Stahlwerk 135 MIGBT Schweißgerät. Ich habe das jetzt auf 15,5 Ampere stehen, 15,8 mache ich mal und 40 Ampere. Leider macht das Gerät nicht weniger als 40 Ampere. Ja, die Schrauben sind einigermaßen dick, die werden also wohl nicht so viel einfach verglühen. Wir probieren das jetzt einfach zusammen aus. Gerät anschalten, Strom anmachen. So, nun haben wir das Gerät an. Wo ist denn jetzt mal drin? Ja. Den Schraubenkopf habe ich jetzt hier ganz einfach mit einer Telefonzange festgehalten. Da halte ich immer noch fest. Nur miteinander. So, rum. Den ist da drauf. Den aber vorher abkneifen, logischerweise. Meine Güte. Ich mache das einfach so. Ich halte das so fest. Ich halte jetzt die Schraube auf die gegenseitige, die andere Seite von der Bohrung. Ich kriege natürlich nirgendwo Masse. Das mache ich dann auch eben. So, mein Flachmaterial ist jetzt drin. Ich denke mal, es reicht hier, wenn ich punkte. Dadurch, dass es zwei verschiedene dicke Material sind, ist es natürlich nicht einfach zu verschweißen. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, könnt auf jeder Seite zwei Punkte gemacht, zwei F-Punkte, da und da, auf der Unterseite auch. Das ist soweit fest. Das mache ich jetzt hier auf der Rückseite auch nochmal. Und hier muss ich das Blech immer mal randrücken. Schon sitzt das da auch fest. Unten noch einmal hin. Ja,
Ich habe jetzt hier die beiden Kanisterheften wieder zusammengeklebt. Ich habe das jetzt nur hier offen gemacht, weil da die Scharniere hinkommen. Ursprünglich hatte ich ja gesagt, ich wollte das nieten. Aber ich dachte, da der Lack jetzt eh von innen nochmal gemacht werden muss, kann ich auch einfach schweißen. Das geht einfach schneller und ist einfacher und langt auch. Das brauche ich ja nicht zu filmen, wie die Scharniere hier anschweiße, so wie ich halt auch die Bordhange schweiße. Das mache ich mit dem Schweißgerät, so wie sonst auch. Ihr seht, das sieht alles nicht so schön aus. Deshalb werde ich da doch noch ein paar Nieten reinrömern. Ich habe das jetzt soweit angeschweißt, es sieht halt nur leider scheiße aus. Ich kann einfach kein Dünnblech schweißen mit meinem Schweißgerät. Weil da die 30 Ampere für gebraucht und ich hatte, kann ja nur mit maximal, nicht weniger als 40 Ampere schweißen. Ja, darum werde ich jetzt hier doch noch ein paar Nieten reinsemmeln. Dabei könnt ihr mir zuschauen. Ich werde das hier ganz einfach bohren, senken und dann nieten. Hier sehen wir mein Meisterwerk. Das war vielleicht eine Arbeit, weil ich keinen vernünftigen Bohrer mehr hatte. Ich werde heute Abend einen Bohrer bestellen, das weiß ich wohl. Ich mache jetzt ein Klebeband ab, das Klebeband ab. Der geht aber verdammt gut auf, muss ich sagen. Ich hätte jetzt auch gedacht, der würde noch irgendwie klemmen oder so. Nein. Der schleift sich nur an der Werkung, weil die nicht ganz gerade ist. Funktioniert aber super. Dass er nicht zu bleibt. Bleibt, wie ihr sehen könnt, doch von alleine zu. Man kann das hier irgendwie reindrücken, dass die Tür zu bleibt. Das ist schon mal ganz gut. So, ich werde jetzt hier hinten, mir gefällt das nicht. Man sieht diese schlechten Schweißspuren, das gefällt mir so nicht. Ich werde diese Seite jetzt einfach schwarz machen. Dann wird das uns sicherlich nicht so auffallen. Hier sehen wir natürlich die Schweißstellen, da ist natürlich die Farbe abgebrannt. Das ist logisch. Ich habe schon mal mit der Drahtbürste geschliffen. Hier ist natürlich das Bohren auch Hitze entstanden oder Wärme. Ja, da ist die Farbe auch weg. Es macht nichts, ich werde das jetzt sehr gut, macht nichts, ist es ärgerlich. Ich werde das jetzt nochmal entfetten, nochmal haftgrundieren, wo es halt nötig ist, dann kommt nochmal wieder Farbe drauf. Erstmal einmal auspusten. Und regnet das auch noch wie Sau und gewittert und stürmt. Dann machen wir mal schön die zweite Lage Farbe rein. Nach dieser langweiligen Zeitrafferaufnahme oder diesen Zeitrafferaufnahmen nehme ich euch wieder in die Hand. Ich habe jetzt hier noch Klarlack, das wird innen natürlich nochmal wieder mit Klarlack versiegelt und außen nochmal. Außen werde ich nicht filmen, innen wohl, aber dann sehen wir uns dann gleich zu verabschieden, also bevor wir das jetzt erstmal hier von innen lackiert haben. Ich muss dann doch mal die Arme wechseln, die Hand wechseln, ich kann das mit links nicht. So, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich werde dann gleich nochmal einblenden, wie der Kanister komplett aussieht. Ich habe jetzt noch nicht die Außenhaut lackiert, das werde ich gleich nochmal machen. Aber einfach mit dem glänzenden Klarlack oben drüber. Dann bleibt dieser antike Look bestehen. Wer dieses wunderschöne Exponat haben will, schreibt mich am besten bei Instagram an oder hier in den Kommentaren. Ich verkaufe das. Ihr könnt das auch sonst bei eBay machen. Ich verkaufe das bei eBay. Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich brauche es halt nicht. Ich habe es nur für dieses Video gemacht. Ich bin froh, wenn sich da jemand darüber freut. Man kann natürlich auch was anderes reinstellen, außer Gewürze. Bloß halt Gewürze, die Idee hatte nicht lange fackeln. Das fand ich gut, ganz gut. Darum habe ich das nachgemacht. Ich hatte halt diesen Kanister noch rumstehen. Ja, den brauche ich leider so auch nicht. Ihr wollt aber bei eBay keine haben. Da habe ich, glaube ich, am Anfang des Videos schon mal erzählt. Das ist blöd, wenn man ein Video über die 7 Tage dreht, dass man halt einfach vergisst. Aber das macht ja alles nichts. Ich kann immer darauf hinweisen, guckt unten in die Videobeschreibung, da sind die ganzen Produkte, die ich heute verwendet habe und dieses Video verwendet habe, verlinkt.
diese Goldfarbe werde ich wohl nicht mehr finden, aber so eine ähnliche werde ich mir verlinken. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, lasst mir Like und Abo da und ich werde mich jetzt verabschieden. Zur Verabschiedung werde ich euch die Bilder schicken von der oder senden, wie dieser Kanister im Ganzen aussieht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sieht doch nur wirklich gut aus, oder nicht? Also ich finde die Optik einfach klasse. Ich würde mich freuen, wenn den einer von euch kaufen würde. Einfach damit er erhalten bleibt. Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt, fällt mir ein. Ich habe da einfach die verschiedensten Farben drauf geschmiert, abgewischt. Und ist gerade noch ein bisschen goldene Farbe durchgekommen, aber es macht nichts. Es sieht an sich sehr stimmig aus und sehr altmodisch, aber sehr vintage-like. Vintage-like ist noch ein schönes Wort. Ich habe den Deckel wieder drauf gedreht, habe ihn auch wieder sauber bekommen, nur mit hier Waschmittel und Wasser. Ich habe gerade die Fotos für eBay gemacht und habe gar nicht dran gedacht, dass ich euch den von innen auch noch zeigen müsste. Ich finde, das sieht wirklich klasse aus und dass dieser Goldton sich unglaublich gut mit dem Industrial Design zusammen harmoniert.